Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Entschuldigt mein Adamskleid, aber ich bin gerade frisch aus der Dusche. Ich habe endlich 1000 Gold zusammenbekommen und würde jetzt gerne diese mit Skyrim kam, glaube ich, die Kampagne. Ich bin mir nicht mehr sicher. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber ich möchte halt eben den Fall der dunklen Bruderschaft spielen. Ich konnte jetzt einen Part freischalten mit 1000 Gold und genau, den möchte ich jetzt mal erleben und ja, lasst euch daran teilhaben. Wahrscheinlich habt ihr den schon gemacht, aber vielleicht wird es ja noch einmal witzig mit mir. Wer weiß, wer weiß. Okay, infiltriere die legendäre Assassinengruppierung und zerstöre oder rette sie. Na, da bin ich mal gespannt. So, Episode 1, in die Schatten. Ja, machen wir das doch mal. Es ist eine düstere Nacht, Kellen. Dieser möchte eine Geschichte hören. Was dieser. Wurde aus den vergessenen Helden? Für eine solche Nacht habe ich nur eine düstere Geschichte. Eine ohne Helden. Sie beginnt, als ein geheimnisvoller Händler namens Utanere diese Person zu seinem Agenten machen wollte. Tretet ein! Gut, dass ihr meine Einladung erhalten habt. Ich beobachte euch schon länger und glaube, dass ihr genau die Person seid, die ich brauche. Sexy? Diese Aufgabe wird blutig, doch sie ist gerecht. Es geht um eine berüchtigte Gruppe von Assassinen namens die Dunkle Bruderschaft. Ich habe die Quest geliebt in Skyrim. Die Bruderschaft ist ein Totenkult, der eine lebende Leiche namens Mutter der Nacht verehrt. Vor einigen Jahren ermordete meine Tochter, dieses arme, fehlgeleitete Ding, ihre eigene Mutter, um ihre Gunst zu gewinnen. Sie behauptete, sie sei von der Zuhörerin der Mutter der Nacht selbst rekrutiert worden. Später erfuhr ich, dass meine Tochter durch dieses Leben gestorben war. Seit Jahren suche ich die Zuhörerin, aber sie ist schwer zu finden. Ich bitte euch, unterwandert die Bruderschaft, findet sie und führt mich zu ihr. Sorgen wir dafür, dass niemand dasselbe Schicksal wie meine Familie erlangt. Okidoki. Ich kenne einen Weg, die Aufmerksamkeit der Bruderschaft zu erlangen. Findet jemanden, den sie ermorden will und tötet ihn zuerst. Erkundigt euch im Gasthaus, ob jemand etwas Verdächtiges gesehen hat. Gestern wurde außerdem ein Mann ermordet. Seht euch seine Leiche an. Okay. Gucken wir uns doch einfach mal seine Leiche an. Bei der Untersuchung der Leiche fand der Agent Krallenspuren auf deren Rücken. Das war kein Assassine. War das Monster, das Droixheit befallen hatte, in die Stadt gekommen? Der Agent beschloss, dem nachzugehen. Okay, Belohnung. Dreimal Dolche im Dunkeln. Rüste in jeder Reihe eine zufällige verbündete Kreatur mit einem Stahldolch aus. Zufällig. Ja, ist bestimmt irgendwann mal nützlich. Okay, gucken wir mal, was hier so abgeht. So viele Fragen. Es wird Zeit, euch zu zeigen, was wir hier mit neugierigen Leuten machen. Nämlich Kartenspielen. Flüssiger Mutreihe. Wenn einer Kreatur hier Schaden zugefügt wird, gib ihr plus 2. Okay, dann sollte ich lieber mal mit einem Control-Deck spielen. Dann machen wir doch mal den Control-Mage. Der geht immer. Der geht immer. Gegen den mürrischen Wirt. Wer nix wird. Eine Tavernenschlägerei ist ausgebrochen. Vorsicht vor kaputten Flaschen. Flüssiger Mut, blabliblu. Brauche ich nicht. Ja, die lassen wir mal auf der Hand. Genau, wegen der Dolchsturzmagierin. Genau wegen der. Okay, also wir fangen scheinbar immer zu Beginn unseres Zuges einen zufälligen Gegner einen Schaden zu.
Das kann also auch uns selbst oder auch ihn treffen. Interessant. Wie lauten eure Absichten? Also meine treffen halt ihn und seine mich. Okay, das ist die Schattenreihe und das ist die flüssige Mutreihe, okay. Okay, der kann doch eigentlich keinen Schaden zugefügt werden. Die stirbt dann. Okay. In der nächsten Runde spiele ich dann einfach die Dolchsturzmagierin. Ach so, einem zufälligen Gegner. Ah. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Da machen wir auf jeden Fall mal den Schaden rein, sonst den Schaden. Sonst dauert es mir irgendwie ein bisschen zu lang, bis wir den also runtergeschlagen haben. Okay. Ich werde den hier einfach erstmal schon mal killen. Und werde uns dann mal verteidigen. Und kann in der nächsten Runde immer noch ihr ein Schutzschild geben. Ach, gell, der hat regenerieren. Achso, ja, stimmt. Hat er es ja bekommen. Ich muss aufpassen. Aber jetzt wurde unsere Kreatur hier gebufft. Das ist gut. Und seine auch. Und das ist nicht gut. Okay. Dann machen wir das so. Dann geben wir erstmal. Geben wir erstmal dem Man hier das Schutzschild. Dann kann ich den hier wenigstens vernichten. Und werden die hier fesseln. Nicht, dass er auf die Idee kommt, meine Kreatur noch zu vernichten. Bam! Okay, ich habe seine Strategie durchschaut. Sehr simpel. Oh. Oh. Jetzt könnten wir eigentlich ziemlich gut Schaden machen. Ich würde ihr gerne ein bisschen mehr geben, damit ihr auch nicht stirbt. So, wir lassen ihn natürlich dann wieder ganz viele Karten ziehen, aber ich will den jetzt erstmal runterbrechen. Soll der Computergegner schon machen. Aha. Okay, machen wir so. Ich erwarte euren Befehl. Wächter, Wächter, Wächter. Der versucht sich jetzt natürlich mit allen Mitteln links zu schützen. Aber wir haben ja Hinrichten. Hinrichten ist ja eine gute Karte. So, machen wir so. Machen dann so. Bam. Und jetzt brauchen wir nur noch 7 Schaden zu machen. Und weg ist der Wirt. Tja, hätte der Typ was Gescheites gelernt, dann wäre er nicht Wirt. Und wäre jetzt nicht in dieser Situation. Ha. Wir bekommen eine Karte. Hey, hä? Ist nicht die versprochene Karte. Ein Messer an der Kehle. Lass eine Kreatur verstummen. Zieh eine Karte. Bin ich jetzt nicht so begeistert? Gibt bestimmt Besseres. Deinen Mann, der immer
Lang lebe Sidious, sagt, wenn er betrunken ist. Er machte mir mehr Angst als ihr. Aber jetzt nicht mehr. Er lebt im Osten der Stadt. Mhm. Dann werden wir dann demnächst mal dorthin aufbrechen, wa? Stadt, hörte der Agent einen Schrei aus einem mit Brettern verschlagenen Haus. Doch bevor er dies untersuchen konnte, griffen ihn die Bewohner von Droixide an. Jeder Spieler beginnt mit 3 besonderen Unterstützungen. Mhm. Ja, ich mache halt mal ein anderes Deck, wa? Nicht, dass euch noch zu langweilig wird hier. Was habt ihr noch nicht so oft gesehen? Oh, ich habe mit denen schon ewig nicht mehr gespielt. Komm, wir machen den Tempo Vampire. Die Droix. Die sehen schon krass aus. Die Barackenstadt wurde von Monstern überrannt. Nutze die Umgebung, um sie zu besiegen. Wir bekommen zufällige Unterstützung. Okay, und halt Clipper Vampir noch nicht. Den Drachenschwanzretter, den können wir noch behalten. Okay, was ist das denn? Laichgrund, beschwöre zu Beginn deines Zuges eine 1-1er jagende Schlammkrabbe. Na, der rastet ja komplett aus. Was ist los? Ja, das ist ja klar. Und verbündete Kreaturen haben 1-1. Okay. Ja, der schnelle Schuss ist relativ... ja, nicht so toll. Aber... ziehen mal ein bisschen was nach. Soll er halt erstmal Schaden machen. Oh, der rastet ja komplett aus. Was geht denn ab? Das ist gut. Okay. Wir spielen erstmal den Man. Und dann machen wir das so. Und killen die hier. Und gehen da rein. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Machen wir das erstmal hier so. Damit ich die hier erstmal loswerde, weil so viel Leben habe ich nicht mehr. Räumen wir hier erstmal auf. Die können wir uns aufheben. In der nächsten Runde haben wir 4 Mana. Können wir einen ruhelosen Templar spielen. Das andere lohnt sich noch nicht. Das ist natürlich nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Dieser Drecksack. Entzug. Entzug. Regenerieren. Durchbrechen. Okay. Die ist gefährlich. Die ist doch sehr gefährlich. Für euch war's das. Ich mach sowas hier und hoffe einfach mal, dass er nichts hat, um die zu vernichten. Dann gehen wir hier rein und spielen den ruhelosen Templer. Der hat jetzt ein bisschen was dazu bekommen und hat Durchbrechen. Gegnerische Unterstützung. Ah, Mist. Und da überlebt er auch noch. Okay. Die können wir killen, das auf jeden Fall.
Müssen wir auch machen. Das wird sonst zu hart. Machen wir es erstmal so. Gehen wir mal rein, gehen wir mal rein. Und spielen noch einen ruhelosen Templer. So, der hat schon mal die Möglichkeit, den hier zu töten. Und wir bekommen wenigstens ein bisschen Leben wieder. Das ist schlecht. Also dieser Droik, der kann echt Sachen machen. Okay. Ja, viel können wir da jetzt nicht machen. Okay, wir brauchen mehr Leben als er, damit sich das hier auch lohnt. Ich meine, den könnten wir loswerden. Könnten wir auf jeden Fall loswerden und ich denke, das machen wir auch. Wir spielen erstmal den Unheilklippe-Vampir. Und machen sowas hier. Ich bin wieder zu schnell. Ich bin wieder zu schnell. Hätte ich jetzt darauf schießen können, wäre natürlich besser gewesen. Ja, gut. So, ich versuche mal natürlich mehr Leben zu haben als der Dude. Mal gucken, ob das klappt. Okay, dann werden wir gleich mal alle seine hier auslöschen. Wir werden aber erstmal Schaden machen. Jede Menge. Und dann können wir alle seine Kreaturen vernichten. Okay. Wir können es eigentlich jetzt schon machen. Dann werden die schon mal weg und ja, ich renne einfach mit der hier rein. Das ist dann schon in Ordnung. Warte mal, nur in einer Reihe füge für jede vernichtete Rune des Gegners allen gegnerischen Kreaturen. Okay. Doch in einer Reihe. Ich Vollidiot. Ups. Aber vielleicht war das auch gut. Das war gut. Das war gut mitgedacht von mir. Weil, so kann er nicht mehr viel Schaden machen. Und ich habe die Möglichkeit, weiter reinzugehen. So. Okay. Wir brauchen natürlich in allererster Linie hier Leben. Ansonsten gehen wir ziemlich kapeist da. Okay, wir können ein bisschen Schaden machen. Überfallkommando, also wir können 7 Schaden machen. Insgesamt reicht aber natürlich nicht. Haben wir da was Gescheites im Ablagestapel? Ja. Aber nichts, womit wir jetzt so viel anfangen können. In der nächsten Runde sind wir weg. Okay. Wir müssen den hier auf jeden Fall in seinen Ursprung verwandeln. Machen wir das mal so. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Damit wir eine Runde überhaupt überleben. Machen das so. Jetzt habe ich Leben zurückbekommen. Und dann spielen wir den Schwertmeister. Okay. Regenerieren. So ein Blödsinn. Okay, die hat wenigstens Entzug. Das ist schon mal gut. Der macht echt Sachen. So. Das könnte gut sein. So, okay, schaut mal. Mache ich das hier. Das ist
dann hole ich erstmal Leben. Dann greife ich mit ihm an. Und bam. Das war knapp, hä? Ja, ich mach's gern spannend. Na, das hat doch gut funktioniert, Mensch. So, was bekommen wir denn? Knorpelpanzerdroik. Wenn Knorpelpanzerdroik Schaden erleidet und überlebt, ziehe eine Karte. Ey, das ist cool. Das ist richtig cool. Okay, mal gucken, wo ich es integrieren kann. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Oh, eine Prinzessin. Ich bin Prinzessin Barinia. Zwei Edelmänner entführten mich, um meinen Vater zu erpressen. Ach, diese Schweine. Einer wurde von diesen Monstern getötet, doch sein Partner schleppte ihn in die Stadt, damit es wie Mord aussah. Bestraft diesen Verräter, dann belohne ich euch. Er veranstaltet heute Abend eine Gala. Okay, Leute, das soll's für den ersten Teil gewesen sein. Wir gehen dann in der nächsten Folge wieder auf Erkundungstour und gucken mal, was wir da so machen können und ergattern ein paar neue Karten. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer LionTube. Auf Wiedersehen.